Wir unterbrechen das aktuelle Programm für einen freien Stundfunk Newsflash. Wie unsere Partnerstation Trash Radio aus den USA berichtet, hat der FIFA-Präsident Pep Slatter bekannt gegeben, wo die WM 2026 ausgetragen wird. Saudi-Arabien. Saudi-Arabien wird also Austragungsort von diesem Fußball-Grossereignis. Und das nur 4 Jahre, nachdem der Sieger vom Weltpokal in Katar erkoren wird. 2 Weltmeisterschaften also in der Wüste innerhalb von nur 4 Jahren. Was hat dazu geführt, dass schon wieder ein Erdölstaat Austragungsort wird? Der Pep Slatter erklärt es gerade selber. Saudi-Arabien is giving some money. Nobody is working free of charge nowadays. It means you give only money to those they already are rich. Yes. Es sei der Standort gewesen, wo einfach prädestiniert sei für so ein grosses Event, erklärt der Pep Slatter. Doch was braucht es überhaupt, um so einen Anlass durchzuführen? You need administration, organization. You need coaches. You need refereeing, players from all around the world. And you need sports medicine. Es brauche Administration, Organisation, Trainer, Schiedsrichter, Spieler aus der ganzen Welt und ein Team von Sportärzten, erklärte Pep Slatter. Männer weltweit freuen sich schon auf die WM in diesem strikt islamischen Staat. Frauen sind der Stadion von Saudi-Arabien nämlich verboten. Und weil sie auch nicht auf Auto fahren, sind auch alle Autos vom Stadion sicher schön eingeparkt. Selber Fußball spielen dürfen Frauen im Erdölstaat schon gar nicht. Aber das sei auch kein Problem, meinte Pep Slatter. The future of football will be feminine. Die Zukunft vom Fußball sei weiblich, erklärte Pep Slatter. Und damit ist die Sache auch schon gegessen. Denn die Zukunft fährt für die FIFA erst nach der WM 2026 in Saudi-Arabien. Das war unser Newsflash. Jetzt geht es weiter mit AC/DC. Money Tops.